Ja, hier jetzt das Video, wo ich, wie versprochen, so ein bisschen zeige, wie ich mein Skin für meine DJI Mavic Pro selbst erstellt habe, mit der Seite Skinit. Ich habe einige Aufnahmen mit OBS gemacht und leider sind auch einige von diesen Aufnahmen ja, fehlerhaft oder kaputt. Heißt also, ich werde jetzt ein bisschen improvisieren müssen. Die Aufnahmen sind auch jetzt schon, boah, ich muss echt überlegen, 9 oder 10 Wochen her. Das heißt, ich weiß noch nicht mehr, wie akkurat das ist. Da hätte ich bestimmt auch noch jetzt Verbesserungsbedarf. Das heißt, ich werde jetzt hier ein bisschen switchen zwischen alten Aufnahmen, die ich vor ein paar Wochen aufgenommen habe, und dem, was ich jetzt noch ergänze. Deswegen, wenn das manchmal ein bisschen komisch rüberkommt, dann tut es mir leid, dann liegt es daran, dass das jetzt alles so ein bisschen durcheinander ist. Aber das ließ sich nicht vermeiden. Ich denke aber, für jemanden, der ein bisschen hell im Kopf ist, wird das nicht allzu schwer sein zu begreifen, was ich hier mache. Ich habe es selber hinbekommen, dann kriegt ihr das auch hin. Ja, für den Anfang erstmal, ich habe schon mal kurz erklärt, aber ich habe natürlich jetzt hier die Möglichkeit, mit Bilder reinschneiden, das nochmal ein bisschen genauer zu erklären. Für die Leute, die es interessiert, also es geht hier um einen Skin für eine Angriffsdrohne oder um eine Angriffsdrohne aus dem Spiel Borderlands oder aus der Spielreihe Borderlands, genau genommen aus dem Spiel Borderlands The Pre-Sequel. Und dort gibt es halt einen Charakter namens Wilhelm, und dieser Charakter benutzt eine oder benutzt zwei Hyperion-Drohnen. Normalerweise sind die gelb-weiß in den Spielen, nachdem Handsome Jack die Firma übernommen hat. Aber zu dem Zeitpunkt hat Hyperion noch andere Farben und er benutzt halt eine Angriffsdrohne namens Wolf, die ist rot-schwarz, und eine, ja, wie heißt das, so eine Medic-Support-Drohne namens Saint, welche blau-weiß ist. Und ja, da gibt es halt das Ursprungsdesign und die Designs, die nachher im Spiel sind. Und ja, wie ich dann quasi aus diesem rot-schwarzen Design mein Design gemacht habe, das erkläre ich jetzt im Folgenden. Und das ist hier kein Product Placement, sondern wirklich einfach nur, weil ich nichts Besseres gefunden habe. Die Seite, ich wollte eigentlich, dass hier die Startseite ist. Mal verkackt. Mal schauen wir mal. Skinit gefunden. Jetzt sieht man hier schon, ne? Also Custom DJI Mavic Pro Drone Skin, $40. Das ist nicht wenig. Genau, an dieser Stelle muss ich jetzt einmal kurz einhaken. Wie ihr in dem vorherigen Video schon gesehen habt, es gibt so, ja, so diese, wie heißt denn das? Rabattcodes, genau. Und die gibt es ziemlich viele für diese Seite. Und ich habe auch nachher noch ein, oder vor ein paar Wochen noch ein Video aufgenommen, wo ihr diese Produktkeys herkriegt, und die werde ich, das werde ich wahrscheinlich nachher noch reinschneiden. Wenn nicht, dann erzähle ich es nochmal so. Ich weiß nicht mehr, ob ich es aufgenommen habe, aber dann wisst ihr schon mal Bescheid. Das geht auf jeden Fall billiger als das, was da steht. Das, was teuer ist, ist nachher Shipping und Zoll, so wie ich das hatte. Da sind allein durch Shipping und Zoll fast 20 € zusammengekommen. Aber an sich, der Preis, der auf der Seite steht, da könnt ihr noch ordentlich was mit so einem Rabattcode rausholen, und die kriegt ihr so kostenlos im Internet. Ich zeige euch dann später wo. Ich sag mal, man kriegt auch Drohnen, ziemlich gute Drohnen-Skins von der Stange für weniger als die Hälfte bei eBay und Amazon. Aber ich wollte halt was Individuelles haben, ne? Es ist bei meinem Quartz auch schon so. Und bei meiner KVF noch nicht so sehr, da kommt noch in Zukunft mehr. Aber gerade bei meiner KFX, ich mag halt nichts, was aussieht wie bei jedem anderen. Ich brauche irgendwie was, was sich von dem Rest abhebt. Was Besonderes. Das ist einfach, ich könnte niemals ein serienmäßiges Quad fahren. Das wäre absolut nichts für mich. Also, deswegen geht das auch nicht, dass meine Drohne aussieht wie jede andere. Ich habe schon gesehen, es gibt auch eine Möglichkeit, anders fahre ich Propeller und so, aber das werde ich wahrscheinlich noch nicht machen, weil da weiß ich nicht, wie die Qualität ist. Nachher gehen die Propeller kaputt und die Drohne segelt runter. Na, das wäre nicht so gut. Aber ich will nicht weiter abschreifen. Abstreifen. Boah, Alter. Ich kann mal wieder nicht hin. Abschweifen. So, jetzt habe ich es. Meine Güte, was ist denn los mit mir? So, und zwar,
ist das Geile, weshalb ich mich für diese Seite entschieden habe. Man hat halt dieses hier die Möglichkeit, Bilder hochzuladen. Und zwar, jetzt gehe ich mal auf, also man hat hier halt die Umrisse und das ist halt ein Blanko, das kriegt man nachher so. Und muss dann halt sich quasi das dann selber zusammenreimen. Und weshalb ich da, das war auch ein Grund, weshalb ich diese Seite genommen habe, weil das ziemlich praktisch ist, wie ich das halt bekommen habe. Also das hier muss ich gleich muss ich noch machen. Da werde ich wahrscheinlich euch so ein bisschen mitnehmen, wie das funktioniert. Aber ich habe zum Beispiel mit dem Controller angefangen, weil das ist halt nur dieses eine Ding hier und das ist relativ simpel. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, uploade, jetzt gehe ich mal auf Bilder. Ich nehme jetzt einfach mal irgendein Bild. Zum Beispiel das hier. Jetzt sieht man schon, man hat das Bild hier hinter und kann dann quasi sehen, wie das nachher hier ist. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Moment. Ich habe nämlich schon welche fertig erstellt und zwar für und zwar habe ich jetzt hier zack, fertig. Das ist so, wie es nachher sein soll, mit dem, was man es hier noch lesen kann. Das habe ich komplett selbst erstellt, das Design, also mit Originaltexturen aus dem Spiel Borderlands 2 und Borderlands 3 Sequel habe ich dieses Design erstellt und ich habe das jetzt eingefügt und es ist genau auf der richtigen Position. Und das habe ich jetzt auch schon für Bottom fertig, also man sieht schon, der übernimmt das halt immer für alle. Das erste Bild, was man auswählt, packt er auf alle drauf und dann kann man halt noch bei Einzelnen sagen, wohin. Und für Bottom habe ich auch schon fertig und zwar zack, ist das nachher das Design, das jetzt hier schon fertig ist. Und nur zum Vergleich, das ist quasi das hier. Also die Bilddatei ist das, die ich halt fertig gemacht habe, die, wenn ich die dann in dem Programm öffne, direkt so auf der richtigen Position ist. Dasselbe übrigens auch mit dem Controller. Das ist quasi das komplette Design. Und so sieht das dann aus, wenn das direkt da drauf gelegt ist. Wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt hiermit. Dann muss ich das noch machen. Das ist ein bisschen schwieriger alles, weil die mehr die Arme sind. Das wird ein bisschen Frickelei. Deswegen habe ich das zum Schluss aufgehoben. Aber da werde ich quasi so zwischendurch jetzt mal Abschnitte zeigen, um euch zu präsentieren, wie ich das gemacht habe. Und so, kommen wir zu Schritt 1, was ich gemacht habe. Und zwar mache ich das einfach so, dass ich hier quasi die Seite einmal screenshotte, wo man dann halt hier diese ganzen Umrisse sieht und dann öffne ich ganz simpel einfach erstmal Paint. Man kann natürlich auch andere Sachen nehmen, aber warum soll man es sich komplizierter machen als es ist, weil mit Paint fügt man dann das Ganze ein, den Screenshot, ja, das ist übrigens mein Zweitbildschirm, für die Leute, die sich wundern. Und dann hat man das halt hier so und kann das Ganze dann einmal ausschneiden. Oh Mann, Vorführeffekt. So, kann dann quasi hier einmal die Auswahl zuschneiden. Und dann schneide ich mir das Ganze einmal hier so grob zu. Wichtig ist, dass man hier über dem blauen Rand bleibt. Warum, das werdet ihr später sehen, weil dieser blaue Rand ist nachher unser Fixpunkt von dem, wie das, von der Größe, die das Bild nachher haben muss, damit es dann auch, wenn es fertig ist, perfekt auf das Design drauf passt, was halt, wofür das halt gedacht ist. Und dann können wir das halt ausschneiden, ne, Datei, neu, jetzt speichern, zack, jetzt haben wir hier das Bild. Und das können wir uns jetzt so abspeichern, was halt jetzt hier schön einmal quasi unsere Schablone ist. Diese Schablone müssen wir jetzt noch weiter bearbeiten und dazu komme ich jetzt in Abschnitt 2. So, jetzt sind wir im Abschnitt 2. Was jetzt vor allen Dingen auch zu sagen ist an der Stelle, oder auf jeden Fall wichtig ist, also wir sind jetzt gerade im Programm GIMP 2.8. Welches Videoschnittprogramm oder Bildbearbeitungsprogramm ihr benutzt, ist letztendlich scheißegal, solange es die entsprechenden Funktionen hat. Ich benutze halt, ich habe leider nie Photoshop gelernt, oder eher gesagt, ich war zu faul, es mir selber beizubringen, deswegen nutze ich halt für simple Funktionen halt eher simple Programme wie Paint oder GIMP, weil damit kriegt man eigentlich auch alles hin.
Und nachher, wenn es ins Bearbeiten geht, nutze ich tatsächlich mein Videoschnittprogramm, weil ich damit umgehen kann. Und bevor ich mir jetzt Photoshop nochmal beibringe, kann ich das genauso gut auch mit meinem Videoschnittprogramm machen, weil damit kann man auch Bilder bearbeiten. Und ja, das macht es für mich persönlich sogar ein bisschen einfacher. wie ihr gerade schon seht, ich habe jetzt den weißen Hintergrund gerade schon mal schwarz gemacht. Das habe ich tatsächlich sogar noch mit Paint gemacht, indem ich einfach schwarz ausgefüllt habe. Und das sieht natürlich alles nicht mehr so schön ordentlich aus, aber es ist einfach nur wichtig, dass wir nachher eine vernünftige Schablone haben. Und dieser Rand hier auf jeden Fall bleibt, der jetzt hier noch schön blau ist. Und der Grund, weshalb ich das jetzt erst schwarz gemacht habe, ist, dass ich das jetzt einfach alles wieder weiß mache. Aber dadurch, dass ich die Farben inventiert habe, also quasi alles auf negativ gestellt habe, ist der vorher hellgraue Rand, also der hellgraue Rand, der auf weiß war, jetzt schwarz auf weiß. Dadurch ist das natürlich viel leichter zu erkennen. Und das ist jetzt quasi die Vorlage, mit der wir arbeiten können. Die speichere ich mir jetzt auch erstmal ab. Quasi als Zwischenspeicher. Sortieren. Oh, PNG. Bla bla bla. Exportieren. Aber ganz wichtig ist vor allen Dingen, damit wir damit auch die ganzen Bilder hinterlegen können, also da schön mit arbeiten können, ist, dass wir davon auch noch eine transparente Version machen. Und das ging Farbe zu transparent. Jetzt ist hier schon weiß vormarkiert. Jetzt ist alles, was weiß ist, weg. Jetzt haben wir wirklich quasi nur noch diesen schwarzen Rahmen, an dem wir uns orientieren können beim Erstellen des Designs. Und diesen roten Rand, der genau am Ende die Abmaße sind von der Größe, die das Bild haben darf. Damit es halt direkt zentriert auf der Internetseite ist. Aber das zeige ich euch dann, wenn das alles fertig ist. Und das speichern wir jetzt so auch nochmal ab. Jetzt sind wir hier in meinem Videoschnittprogramm. Genau. Ich nutze Vegas Pro, für alle, die es immer schon wissen wollten. Das ist jetzt auf 15. Eigentlich, also seit einer Woche benutze ich 17, aber da rendere ich gerade hier im Hintergrund noch ein Video. Deswegen habe ich jetzt einfach die alte Version 15 nochmal genommen. Da kenne ich mich auch ein bisschen besser aus mit der Einstellung, weil bei der 17er Version, also bei Vegas Pro 17 ist natürlich ein bisschen was anderes und da muss ich dann teilweise noch ein bisschen suchen, bis ich es dann wiedergefunden habe. Ja, bei Vegas Pro 15 weiß ich, wo was ist. Kenne meine ganzen Voreinstellungen, deswegen ist das da ein bisschen einfacher, jetzt hier die Bilder da zu bearbeiten. Und dann wollen wir mal. Okay, Vorführeffekt, was ist denn hier los? Ja, das war jetzt der Moment, wo OBS abgestürzt ist und beziehungsweise sich aufgehangen hat und nichts mehr gefilmt hat. Ich habe leider nicht die Zeit und die Lust, alles nochmal neu zu filmen, aber das ist auch nicht so schlimm, weil ich kann euch auch einfach anhand der Bilder, die ich immer als Zwischenspeicherung gemacht habe, einfach erklären, was ich genau getan habe. Zuerst einmal habe ich halt die Schablone genommen, die transparente. Jetzt hier zum Zeigen habe ich jetzt wahrscheinlich die weiße eingeblendet. Da schiebt ihr dann quasi eure Texturen, Bilder, Logos, das, was ihr halt an Material habt, was auf eure Drohne nachher auf den Skin drauf soll, an die richtigen Positionen. Da müsst ihr ein bisschen frickeln, das ist ein bisschen Fisselarbeit, das dauert ziemlich lange und ist aufwendig. Aber ihr wollt natürlich auch, dass das nachher so aussieht, wie ihr euch vorstellt. Ganz hundertprozentig hat es natürlich nachher trotzdem nicht gepasst. Warum habt ihr in dem vorherigen Video gesehen, als ich die Drohne beklebt habe, zum Beispiel hinten an den Armen, an den Flügeln, hat es nicht ganz gepasst. Und jetzt, wenn man es weiß im Nachhinein, kann man es natürlich beim zweiten Versuch besser machen, ein bisschen anpassen. Die Möglichkeit habe ich jetzt natürlich nicht. Aber ihr habt es jetzt. Nachdem ihr das jetzt gemacht habt, könnt ihr natürlich die vorderste Spur, wo ihr die Schablone habt, einfach als hinterste nehmen, sodass der rote Rand nur noch am Rand zu sehen ist, dass ihr nachher wisst, wo ihr schneiden müsst. Das erkläre ich ja beim nächsten Video, da habe ich auch wieder die Aufnahmen von. Aber das sollte, glaube ich, jetzt alles auch so ziemlich verständlich gewesen sein, was ich gerade getan habe. Speichern, dann einmal das Bild. Speichern. So, und dann können wir nämlich das Ganze
Ja, erstmal minimieren. Öffnen wir Paint. Und damit geht es am schnellsten. Zack. So. Ich habe das Bild in 4K gespeichert, um die Auflösung möglichst hoch zu halten. Wo war es jetzt? Auswählen. Weiter schon. So. Jetzt gehen wir ganz genau in die Ecke. Jetzt kommen wir runter. Machen das hier genauso. So genau wie es halt geht. So. Datei, neu. Und jetzt haben wir quasi die Datei. Warte, ich speichere die erst einmal. Jetzt haben wir quasi das einmal genau in dem Format, wie diese Internetseite das haben will. Und hab mir jetzt, Moment, jetzt gucken wir einmal. Fahren wir direkt einmal hoch. Wo haben wir sie? Und da. Das Design ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Es passt genau hier drauf. Ja, die Augen hier an den Seiten. Dann hier die Unterseiten von den Arms grau. Und die Oberteile alle in diesem schwarz-roten Hyperion-Design. Ja, und das Ganze natürlich dann hier. Unten hier ist auch das Hiding. Controller, Moment. Brauchen wir den Controller? Das ist im Ordner. Ne, ist er nicht. Wo habe ich den? Da bin ich doof. Da. Zack. So. Drohne oben, Drohne unten und der Controller. Ja, theoretisch müsste ich jetzt einfach nur auf Bestellen drücken. Genau, das ist korrekt. Und wie ich halt in einem anderen Video schon erklärt habe, war das dann doch nicht ganz so einfach. Weil mit Zoll und Shipping kann natürlich Geld dazu. Aber wie versprochen kommt natürlich jetzt noch die Erklärung hinterher, wie ihr ein bisschen Geld sparen könnt, indem ihr einen Rabattcode eingibt. Den habt ihr ja auch schon in dem vorherigen Video gesehen. Da war ja sogar noch eine Karte in dem Brief mit dabei, wo der Produktcode draufsteht, wie ihr diesen aber auch im Netz findet und wo ihr auch noch andere Codes findet für andere Sachen, die man auf der Seite bestellen kann. Das zeige ich euch jetzt. Ich habe beim Bestellen dann festgestellt, dass man dort auch Codes, also Coupons einlösen kann und habe dann einfach mal gegoogelt nach Skinet Coupons und habe tatsächlich eine Seite gefunden, wo verschiedene Coupons aufgezählt sind und ich bin hier durchgescrollt, wusste nicht genau, was ich nehmen sollte und habe dann letztendlich entschieden für was war das jetzt? Hab wieder vergessen. Ja genau, hier 25% off your order und habe dann einfach Next 25 bei den Codes eingegeben und ich habe tatsächlich 25% weniger bekommen. Das heißt, ich habe dann letztendlich von den 40 Dollar nur 30 bezahlt plus 6 Dollar und ein paar zerquetschte als Shipping-Kosten. Also ich habe jetzt insgesamt 34 Euro bezahlt für den Skin. Finde ich es okay. 30 war ursprünglich mal meine Schmerzgrenze und bei 40 dachte ich schon, uiuiui, aber letztendlich habe ich jetzt ja nur 34 bezahlt. Also ja, für ein komplett selbstdesigntes Drohnendesign, was so einmalig ist und niemand anderes hat, wahrscheinlich nicht mal ansatzweise irgendwas ähnliches, finde ich das absolut in Ordnung. Sagt jetzt, gucke ich mal, wenn ich eine Mail bekomme, wie lange das braucht, bis es ankommt. Und dann schauen wir mal, ob das auch was taugt. Ja, und zu dem Thema Taugen kann ich ganz klar sagen, es ist ein super Vinyl. Wenn man es warm verarbeitet, hält es auch oder lässt es sich auch deutlich einfacher verarbeiten wie bei Raumtemperatur, so wie ich es getan habe. Es ist Hochglanz, was ein bisschen schade ist. Matt fände ich besser, aber das ist, glaube ich, Geschmackssache.
Ansonsten von der Verarbeitung ist es super. Es gibt ein paar Mängel, das habt ihr in dem vorherigen Video gesehen. Es passt nicht immer genau die Flächen zueinander, die einzelnen. Da sind teilweise leichte Versetzungen. Bei den hinteren Armen war es katastrophal, muss ich ganz klar sagen. Die sind absolut scheiße geworden. Das könnte man jetzt ein bisschen feinjustieren, wenn man nochmal eins bestellt. Das ist natürlich blöd, nur deswegen werde ich mir natürlich jetzt kein zweites Mal den ganzen Stress mit Zoll und Corona und das alles antun und dann 9 Wochen auf meine Bestellung warten. Aber ihr wisst jetzt Bescheid, wie es geht, wo Mängel sind, was ihr beachten müsst. Und ich hoffe, ich habe den einen oder anderen geholfen. Ich hoffe auch, das Video war nicht allzu schlecht. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Ich bin halt kein Tuto-Video-Producer. Ich habe das jetzt so das erste Mal gemacht. Und ich finde es eigentlich recht gut gelaufen dafür, dass OBS abgeschmiert ist und ich nicht gerade das beste Mikro habe. Ich denke, man versteht mich trotzdem recht gut. Und mit dem, dass ich alles zum Teil neu aufnehmen musste, weil sich das alles mit der Zeitverschiebung und so, das war alles nicht mehr aktuell. Und ich habe natürlich ein bisschen auch den einen oder anderen Fehler gemacht, den konnte ich jetzt korrigieren beim Neuansprechen. Deswegen, ich denke, das Video ist akzeptabel. Also wie gesagt, schreibt es mir gerne in den Kommentaren und dann würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Video.